der dieses Problem lösen will. Aber es muss gelöst werden. Sir, wir haben ihn. Birdie hatte recht, er ist in Hope, South Dakota. Und Victoria? Sie ist nicht bei ihm. Okay, macht mal die Ohren auf. Ich gebe grünes Licht für die Operation. Ich will 47 Schädel auf einem Silbertablett serviert. Sir, denken Sie nicht, wir sollten uns zuerst darum kümmern, das Mädchen zurückzuholen? Nein, Jade. Zuerst wird der neutralisiert, der diese Lage zu verantworten hat. Er wird wissen, wo sie ist, glaub mir. Kriegen wir 47, kriegen wir auch das Mädchen. Wir dürfen auf keinen Fall versagen! Schicken Sie die Saints. Dir von seinem Plan erzählt? Wir schnappen Dexter die Kleine vor der Nase weg und verkaufen sie selbst. Hey, Tyler ist sogar schon mit der Konkurrenz in Kontakt. Wir reden hier über einen sechsstelligen Betrag. Verdammt! Mr. Dexter ist niemand, mit dem man sich anlegen sollte. Und wie steht's mit mir? Lennys Gang eliminieren und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu Hitman Absolution. Ich bin Yizuanchi. Das ist Hitman... Oder auch Agent 47, der seine Silverballers dabei hat, meine Damen und Herren. Aber das nur nebenbei. So, was haben wir zu tun? Wir müssen Lennys Gang finden. Aber wir schauen doch erstmal, was unser lieber 47 so zu sagen hat. Lenny Dexter, das schwarze Schaf. Er hat sich das Mädchen gegriffen, damit sein Vater ihn bewundert. Von allen Feinden... ist er das schwächste Glied. Ihn zum Reden zu bringen, ist kein Problem. Aber erst muss ich mich um seine Pumas kümmern. Wenn ich mir Lenny greife, werden sie sich mit Sicherheit einmischen. Außerdem wissen sie zu viel. So sieht's aus. Das heißt, wir müssen Lenny zum Quatschen bringen und diese Typen hier ausschalten. Das ist unsere Chance. Wir müssen nur rausfinden, wo und sie da ist ein Kopf. Wie geht's Ihnen, Sir? Schön, Sie zu sehen. Dankeschön, schön hier zu sein. Wir haben geschlossen. Vielleicht für immer. Sie müssen Ihre Einkäufe woanders erledigen. Ja, wenn die Geschäfte nicht so gut laufen, ne, dann ist es halt ziemlich ätzend. Hintereingang. Ein Radio. Schau sich das mal einer an. Hey, wie geht's? Hey, gut und dir? Du qualmst da deine Fluppe weg. Das ist echt unglaublich. Oh, Entschuldigung, meine Dame. Ich stehe direkt neben dir, du musst nicht so schreien. Und wir sind schon entdeckt worden. Gib wieder einen Haufen Minuspunkte. Hey, Pal. Du bist sogar ein Ziel von mir. Mhm. Echt schade, dass du den Laden schließen musst, Tyler. Er ist Teil der Ach Stadt. So. Kannst du nicht mit Lenny reden? Vielleicht legt er ja bei seinem Dad ein gutes Wort für dich ein. Ich soll mir Geld borgen von Dexter? Machst du Witze? Ich bin doch nicht verrückt. Mach dir keine Sorgen, Lucy. Die Jungs und ich, wir haben was vor. Was Großes. Sag's nicht weiter, aber ich bin hier bald raus. Und diesmal endgültig. Ich gehe nach... keine Ahnung. Von den Möwen Kalifornien vielleicht. Hey, mal ehrlich, du könntest doch mitkommen. Also, du weißt schon, wenn du willst. Nach Kalifornien? Mit dir? Ja, ja. Ich meine, weißt du, ich kann immer eine gute Kellnerin brauchen.
Okay. Überleg's dir einfach, ja? Und sag keinem was. Ganz bestimmt nicht. Die Dame? Und der Herr natürlich. Nein, nein! Das ist nicht der Preis, auf den wir uns geeinigt hatten. Das mache ich nicht. Okay, das dürfte funktionieren. Dem dürfte gleich ziemlich warm werden, dem Kerl. Weil so viel wie die Typen rauchen, für wen halten Sie mich, verdammt? Ist da definitiv was für ihn dabei. Saudischer Prinz, burmesisches Bordell, thailändischer Massage. Hey, ist deine Kuh noch krank? Ich wollte gerade meinen Vergaser reparieren lassen, da ist die Hebebühne runtergekracht. Alter, ein Riesenareal hier. Ich war total... war echt krass. Okay, er geht wieder. Er geht wieder, aber das Gas ist aufgedreht. Das heißt, wir kümmern uns erstmal nicht um ihn. Vielleicht wird das erst später noch getriggert. So. Wir gucken uns erstmal genau um. Da hätten wir noch einen. Da hätten wir auch noch einen. Da hätten wir einen Techniker und einen Koch. Hier ist Zutritt verboten. Tut mir leid. Jetzt verschwinden Sie schon, verdammt. Bin auch schon weg. Kommen Sie nicht wieder. Worauf du einen lassen kannst. Natürlich komme ich wieder, was denkst du denn? Okay, da hinten ist also Zutritt verboten. Hier kommt unser netter Kerl. Gut, und dir? Zack! Verbunden! Zur Werkstatt haben Kunden keinen Zutritt. Glas auf der Straße, ja, Dave? Yep. Ganz genau, und zwar jede Menge. Muss auch jede Menge gewesen sein, so wie die Reifen aussehen. Man könnte fast glauben, ihr wärt über eine dieser Reifensperren am Boden gefahren. Seine Kleidung werden wir kaum bekommen, aber wir bräuchten die eines Technikers. Glauben kann man, was man will, Danell. Aber das ändert nichts an den Tatsachen. Komisch, das schauen wir erstmal zu dem Typ da hinten. Normalerweise müsste doch was. No Forest! Bisschen zu langsam für das Marathon-Team. Und zu alt. Lenny ist da drin. Okay. Autoalarm. Damit können wir ihn später vielleicht rauslocken. Ich bin aber nicht sicher. Ich glaube nämlich, dass er ziemlich auf sein Auto steht. Der Schrottplatz ist ein abgelegener Bereich. Und man darf auch nicht auf den Schrottplatz. Sir, hier ist Zutritt verboten. Tut mir leid, wusste ich nicht. Das war knapp. Die Frage ist, kann man in dieses Gebäude rein? Es scheint fast so. Ja. Aber ich kann hier niemanden verstecken, das ist doof. Vielleicht doch. Oh. Sehr gutes Versteck. Definitiv. Was zum Teufel? Mist. Hier wurde jemand getötet. Oh nein! Verdammt! Hat das jemand gesehen? Alle haben es gesehen. Müssen wir eigentlich schon fast neu laden, ne? Ja, es scheint fast so. Mist. Sir,
Na komm, streck deinen Kopf raus. Sicher, das ist ja echt toll. Aber ich denke, wir starten den Kontrollpunkt neu. Jetzt müssen wir zwar das Gas neu aufdrehen, aber das macht jetzt nichts, ist jetzt kein Act. Das ist jetzt echt nicht so viel Arbeit. Tut mir leid, Sir. Wir haben geschlossen. Vielleicht für immer. Sie müssen Ihre Einkäufe woanders erledigen. Macht nichts. So, das Gas wäre auf jeden Fall schon mal freigesetzt. Die Knarre nehmen wir natürlich mit. Wie geht's deinem Pferd? Lahmt er noch? Meinem Pferd geht's super. Danke der Nachfrage. So, du bist hier cool und fresh auf dem Weg, ne? Ihr alle hier ganz cool und locker. So, und jetzt können wir mal gucken, hey, ob wir unseren... Was soll das Gerenne? Ja, ich hab's halt eilig, mein Gott. Du hast uns vorhin auf den Sack gehen wollen, oder? Nee, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall bist du nervig. Ja, aber Moment mal. Wir kommen doch hier ganz einfach rein. Aber hier ist kein Schacht. Das ist schade. Feindliches Gebiet. Da draußen sind Typen, die mich sehen könnten. Aber hier drin sind Typen, die ihn sehen könnten. Okay, was können wir hier so machen? Die Scheiße da drüben weg. Nein, du bist dran. Nein, ich bin älter als du. Also räumst du sie weg. Ein Hund. Können wir vielleicht die Dogs rauslassen? Who let the dogs out? Nee. Geht nicht, das ist aber schade. Da geht's nach oben. Dieser Kerl. Hey, das ist immer schön, naja, das bin ich. Schön, oder? Es erwärmt glatt mein Herz. Herz. Schon wieder kaputt hier. Zeit gesteuert. Sir, hätten Sie einen Moment Zeit? Generell ja, aber gerade ist nicht so gut. Hey, nicht weglaufen! Lassen Sie sich mal ansehen! Muss das sein? Sofort stehen bleiben. Ich bitte Sie nicht nochmal darum. Können wir irgendwo hier jemanden verstecken? Jetzt bin ich beleidigt. Braves Mädchen. Mist. Mist, Mist, Mist. Das kann doch nicht so schwer sein. Aber so kommen wir auf jeden Fall. Das funktioniert. Wir machen jetzt das mit dem Gas nochmal. Was? Der Typ aufs Klo? Ja. Jetzt hat die mich schon wieder gesehen. Beziehungsweise ich wurde schon wieder gesehen. Aber das macht jetzt nichts. Wachen alarmiert. Ach meine Güte. Hier ist ein Eindringling.
Wer, ich? Ich schlag dir die Fresse ein. Wow. Was wollen die denn von mir? Das gibt's doch wohl gar nicht. Okay, wir müssen vorsichtiger sein. Meine Güte, kann doch nicht so schwer sein hier. Ich meine, ich weiß ja ungefähr, was ich tun will. So, mit dem Radio bin ich bestimmt total unverdächtig. Vielleicht für immer. Sie müssen ihre Einkäufe woanders. Wir müssen noch irgendwas hier machen, bevor wir gehen. Das Gas alleine reicht nicht. Alter. Haben wir das jetzt... Ach, Moment mal, haben wir das jetzt... Können wir es jetzt noch zünden? Hallo? Oder habe ich das jetzt mitgenommen, das scharfe C4? Ich glaube, ich kann das jetzt nicht mehr zünden. Das weiß ich jetzt aber nicht. Soll ich nochmal laden? Ich glaube, ich lade nochmal, weil das C4, das brauchen wir ja nicht. Bloß hier. Aber ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das notwendig war, dass wir jetzt hier laden. Ich mache es einfach mal nur, um auf Nummer sicher zu gehen. Schau mal, hier mit dem Radio sind wir bitte. Bestimmt total unverdächtig. Kennen wir ja alles schon. Tut mir leid, Sir. Vielleicht für immer. Sie müssen ihre Einkäufe woanders erledigen. Ja, das ist aber toll. Gas ist aufgedreht. Ich hatte eigentlich gedacht, dass allein sein Smoking hier, also dass er immer raucht, ich habe eigentlich gedacht, dass er, wenn er raucht, das dann auslöst. So, hier haben wir unseren Zünder. Müssen wir nur noch warten, bis der Typ hochgeht. Die Frage ist nur, ob er wieder hochgeht und wann er wieder hochgeht. Derweil kümmern wir uns um unseren Typ da vorne. Ah, wir haben viel zu tun. So, jetzt geht er. Und jetzt dauert es nicht mehr lange. Dann. Vielen Dank für deine Hilfe. Warte mal, er geht. Er geht. Er geht. Er geht nach oben. Das wäre der erste Streich und der zweite folgt zugleich. Keiner hat's gemerkt. Leiche gefunden. Ja, klar. Unseren super tollen Mr. wie auch immer er heißt. Unser Mr. Hauptmissionsziel. Hi, wir kennen uns noch nicht, oder? Willkommen. Nein, da bin Truppe. Ich mir ziemlich sicher. Willkommen. Dankeschön. Vorsichtig sind sie. Sir, könnte ich kurz mit Ihnen sprechen? Sir, haben Sie mich nicht verstanden? Doch, sehr gut sogar. Sie da! Lassen Sie mich Ihr Gesicht... Mist. Jetzt wird's eng. Was zur...
Ich wollte eigentlich... Bitte nicht! Alles nur nicht das! Eigentlich hatte ich was anderes vor. Leiche gefunden. Hey, können Sie... Okay. Gavin eliminiert. Okay, hier ist unser Ausgang. Und wir können hier unser nettes kleines Opfer nicht verstecken. Das heißt, hier werden extrem viele Leichen gefunden und das ist nicht cool. Eigentlich hatte ich vor, Folgendes zu tun. Und das hätte ihn auf jeden Fall gekillt. Oder vielleicht auch den hier. Komm, wir machen jetzt mal Buddha bei die Fische. Oder können wir hier vielleicht noch irgendwas Cooles machen? Tatsächlich, hier ist auch nochmal so ein Ding. Aber wenn wir schon dabei sind... Tut ja keinem weh, wenn wir ihn einfach ausschalten. Ach, ich verstehe, das C4. Wir hätten das mitnehmen können. Ach, Donuts, lecker. Wir hätten es mitnehmen können und hier irgendwo platzieren können und dann wäre der hier draufgegangen und den anderen hätten wir dann anders ausschalten müssen, schätze ich jetzt mal. So ungefähr kann ich mir das vorstellen. Ich könnte jetzt hier natürlich auch einen Schuss abfeuern, dann fliegt alles in die Luft. Also die beste Wertung wird es nicht, das liegt auf der Hand. Hier, das mit diesem Auto hätten wir auch noch irgendwie hinkriegen können. Aber ich habe auch ehrlich gesagt jetzt keine Lust mehr, das noch ein zehntausendstes Mal zu laden. Das heißt, wir verziehen uns jetzt einfach. Ach, schau mal, da könnten wir sogar unsere Typen verstecken. Mache ich jetzt aber auch nicht mehr.